Oh, sind doch schon fast da. 14 Stück, das reicht nicht. Wir müssen das wahrscheinlich andersrum bauen, hm? Ja, müssen wir wahrscheinlich. Nee. Tipp, 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 das führt dann hier dran vorbei, wird hier irgendwo beladen. Also bräuchten noch einen Roboport, haben wir genug für einen? Ja, komm. Noch ein Roboport. Ah, ist das schön. Also, ne? Vollkommen sinnlos, die Bahn gerade. Absolut sinnlos. Wir könnten hier einfach passive Provider-Chest hinsetzen und dann wird es sofort in die Basis geflogen. Aber das war nicht der Plan. Plan war, wir fahren hier gewiss mit der Bahn hin und holen das hier alles ab und bringen es dann nach Hause. Und da wird es dann von Robotern abgeholt. Weil die Roboter-Ports, die ich jetzt hier hingesetzt habe, also der da und der da und der, den ich jetzt gerade gebaut habe, die sind nur temporär. Die werden hier wieder abgerissen. So, du. Dahin. Zerstör. Die Umwelt. Hier. Ah. Runter, runter, runter. So, und jetzt haben wir hier das gleiche Problem. Jetzt wird dieses Ding nach hier unten weiter verlängert. Und da versuche ich es hier ranzubappen. Selbst wenn das Ranbappen nicht funktioniert, müsste er trotzdem von Home nach Erz 1 nach Erz 2 und dann fährt er von Erz 2 einfach wieder nach oben und fährt bei Erz 1 durch. Das ist natürlich nicht so optimal, aber nee. Was wir dann wirklich bräuchten, wäre ein Kreisverkehr. Wir müssten dann das hier bis nach ganz unten verlängern und dann hier unten ranbappen. Was doch ziemlich viele Schienen brauchen würde. Wurde ich mit neuen Steinen versorgt? Nein. Das ist auch nicht schön. Also wir müssten mal wieder zu unserer Steinproduktion gehen und gucken, was da los ist. Oder einfach warten. Momentan werden noch die wichtigen Sachen angeliefert. Also Kupfer und Chips und Stahl und Eisen. Hey, ihr wart ja richtig flott, Jungs. Okay. Was wird angegriffen? Mauern und nur zwei Türme schießen. Das ist verdammt wenig. Wir brauchen noch mehr Türme. So, wir brauchen einen Stopp. Hier. Du bist Erz Leerzeichen 2. So, Zug. Fahr bitte zu Erz Leerzeichen 2. Wenn er jetzt von oben runterfährt, erwische ich ihn nie. Anu? 9 Türme schießen. Ist eskaliert. Immer noch dieselbe Stelle. Ah, da kommt schon Nachschub. Oh, oh. Ich glaube, die Basis ist langsam richtig stinkig. Also guckt euch mal den Smog an, den wir inzwischen produzieren. Das ist krass. Irgendwas kaputt? Nö. Die Roboter werden hinterher reparieren. Das können die knicken mit da durchkommen. So, du fährst als nächstes bitte nach Erz 2. Wir setzen uns hier rein und wollen gucken, ob das auch klappt. Und dann halten wir das Ding von Hand an und passen dann der Halteposition, die Kisten und die Ärmchen und die Förderbänder und so weiter an. Was kann ich währenddessen noch Sinnvolles produzieren? Reparaturpacks. Ja, brauchen wir doch recht häufig. So, 100 Stück davon. Ach, stimmt, ich bin irgendwie davon ausgegangen, wir fahren jetzt nach unten. Aber nee, wir fahren oben rum. In Gleisen hoffentlich nicht. Soweit alles gut, soweit alles gut. Und stopp. Anhalten. Aussteigen. So. Jetzt brauchen wir Licht. So. Oh, da kommen Steine angeflogen. Ganz stillhalten. Die will ich haben. Dankeschön. Du. Licht. So. Dann brauchen wir Ärmchen. Was? Das geht nicht auf? Nicht ernsthaft? Jungs. Okay, noch ein Satz. Stromdinger. Und ich habe mich irgendwo vertan da. So. Dann gib mir bitte schnelle Ärmchen, die den befüllen. Kann man das durchgehend machen, ne? Ja, ich glaube, selbst das Ärmchen da würde eins von den beiden dann befüllen. So, sind sehr viele Kisten.
haben wir sehr viele Kisten. Ich hatte hier unten ein paar Stahlkisten gebaut, aber das sind jetzt nicht so wirklich viele. So. Und ihr seid alle falsch. Weg, 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 weg. Alles weg. Ich will nicht Kupfer ab. Ups, das war Strom. So. Der Roboport kann jetzt weg, richtig? Also die Roboter sollten sich eigentlich erstmal aufladen und danach kann er theoretisch weg. Zu Kisten, Stahlkisten, mehr. Da, Stahlkiste. Zing, sehr gut. Dann brauchen wir nochmal Ärmchen. Können die langsam sein? Ne, ich will keine langsamen Ärmchen. Komm, schnelle Ärmchen. Obwohl, warte mal, wenn wir so viele Ärmchen dahin bauen, dann reichen auch langsam, ne? Hör mal kurz auf, die ganzen Sachen zu bauen. Spam, langsame Ärmchen. So. Langsame Ärmchen. Dim, 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 dim. Und Fließband. Fließband, das nach oben zeigt. Danke. Und dann, ja, machen wir erstmal hier eine Runde. So. Du. Falsch. Ah doch, der kommt ja weg. Also du kannst jetzt weg. Und mein Inventar ist voll mit 114 Logistikrobotern. Was? Okay. Da liegen noch mehr auf dem Boden rum, ne? Nächster Roboport. Okay, ich muss jetzt in den Einflussbereich von denen da. Und dann euch hinschmeißen. Ja, gib ihm. Ich muss dich jetzt zwar auch gleich abreißen, aber okay. Habe ich noch mehr davon da? Nee, gut, dann hebe ich meinen Roboboard auf, weil er schweineteuer ist. So. Und sind hier noch mehr von denen. So, du da noch. Du da. Ich brauche noch mehr von denen. Kein Eisen und keine Chips. Okay, ich stelle mich mal hier hin und warte. Und guck mir währenddessen den Alarm an. War wieder nur Kleinkram. Okay. Jungs, ich bräuchte immer noch. Ah, ne, da. 5 Stück. Okay, reicht schon. Danke, danke, danke. So, du belädst den Zug nicht, weil der Zug voll ist, ne? Ja. Also, der Zug oben muss entladen werden, sonst haben wir ein Problem. Also in Home. Aber die Kisten füllen sich wenigstens schon mal mit Kupfererz, das dann später angeliefert werden kann. Das ist auch okay. So, Mining Trail. Dahin, dahin, dahin. Dahin. Oh nee, das ist nicht gut. Da muss eine Kurve rein. Nee, ist immer noch nicht gut. Du stehst da einfach nur doof. Genau. Mach das direkt daran. Eigentlich würde ich gerne noch mehr hier hinbauen. Aber es sieht jetzt schon so voll aus auf dem Fließband. Schnellere Fließbänder? Fragezeichen. Ja, müsste hinhauen. So. Aha, jetzt kriegt man das nicht so schnell voll, ja? Sehr gut. Und jetzt hier. So rum. Das muss auch später alles mit Rot werden, aber das kommt später. Und ich habe wieder keine Electric Drills. Aber gut, das ganze Konzept funktioniert schon mal. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wir lassen dich jetzt losfahren. S1, S2, Home. Gib ihm. Achso, du wartest noch deine 30 Sekunden. Ja, das ist nett von dir. Du musst weg. Und er wird jetzt meiner Meinung nach an Erz 1 vorbeihuschen, ohne da 30 Sekunden zu warten. So, und hier machen wir jetzt eben gleich den Knick. Einfach mal hier. Dann hier.
überrollen das kleine Fitzelchen Eisen da. So. Und dann werden wir hier hinten nochmal einen Knick machen müssen und das dann irgendwie da anpassen. Also ich baue nicht wirklich drauf, dass es funktioniert, aber testen kann man es ja. Und selbst wenn es nicht funktioniert, es passt recht viel in die Bahn rein. Ich hoffe mal, dass es so einen kleinen Ausgleich gibt. So, was fehlt jetzt? Stahl fehlt. Das ist ja komisch. Wir hatten noch zigtausend Tonnen Stahl. Da kommt schon mal Eisen. Oh nee, die Kisten sollten jetzt weg. Ja, sollte alles weg und ihr solltet eigentlich auch weg. Geht weg. Genau, geht da in den Roboport. Ich muss den Roboport hier wegmachen. Und den Roboport da eigentlich auch. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist alles voll Holz. Schön, dass das Loch in der Mauer die ganze Zeit da geblieben ist. Oh, ja, 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 mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Hier, nimm Holz. Nimm alles Holz. Lagert das bitte irgendwo ein. Das ist eine aktive Kiste, ne? Ja, gut, wird alles eingelagert. Weg, 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 weg. Burning, Mining Drills weg, Boiler weg. Ja, das reicht erstmal. So, zurück. Das Loch in der Mauer. So, befüllt mich kurz. Räume schieße ich, ne? Züge fahren lassen. Nicht überfahren lassen. Sehr gut. Weg, weg, weg. Du bist gleich dran, keine Sorge. Angriff. Oh. Turm wird beschädigt. Das heißt, sie sind schon durch die Mauer durch die eine. Sonst würden sie gar nicht an den Turm rankommen, wenn sie hier angreifen. Das sollten wir uns demnächst wirklich angucken. Ich versuche nur mal schnell hier das zu Ende zu bauen. So, warte, wir müssen es andersrum machen. So. Ein höher. So, du da unten weg. Du schräg, du gerade. So, jetzt könnte es klappen. Also eventuell fährt er gleich von hier aus unten rum. Das gucke ich mir noch kurz an, ob er das macht oder nicht. Und wenn nicht, dann brauche ich, wie gesagt, eure Hilfe. Was man da einstellen muss, damit er so eine Weiche benutzt. Und er ist schon weggefahren. Ja, schade. Müsste gleich hier runtergerast kommen. Da er ja nicht in Erz 1 anhält. Ja, da ist er. Schade, schade. Okay, also da, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, bitte in die Kommentare schreiben. Und bis dahin lassen wir es mal so laufen, wie es jetzt läuft. Als nächstes müssen wir uns um das da kümmern, weil wir werden regelmäßig angegriffen. Das heißt, es muss mehr Mauerwerk hin, es müssen mehr Türme hin, muss mehr alles hin. Keine Mauern. Also müssen wir wieder die Steingeschichte anschmeißen. So, wo sind die ganzen Kämpfe immer? So, weiter unten, ne? Ach, so ein Uralturm wurde angegriffen. Ein Gun-Turret. Ja. Weg. Weg. Laserturm. Warum ist hier noch so komisch aufgebaut? So, alles hier mit Dreifachlaser und Schnuppdiwupp. So. Laserturm, Laserturm. Du auch weg. Weg. Oh, hier ist nicht mal eine zweite Mauer. Dafür eine dritte. Das ist alles sehr provisorisch hier. Haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir brauchen könnten? Ne, müssen wir kurz auf die Lasertürme warten. Setzen wir hier noch ein paar hin. Und dann Steine. Ganz, ganz viele Steine. Wenn ich... Haben wir irgendwo einen Steinaußenposten? Gibt's gar nicht, ne? Es gibt keine wirklich großen Steinfelder. Sowas hier ist das Maximum. Oh, was ist da los? Ach, Dacker, Dacker, Dacker. Ja, okay. Dann Dacker, Dacker mal weiter. Lasertürme hier. 2, 1, 2, 1. Das war's. Och Jungs, Mauern werden beschädigt. Ah, jetzt kann ich aber genau gucken, wo sie mal angreifen. Hier unten.
Oh, hier ist sogar frei. Frei ist nicht gut. Ja, hup. Vielleicht, ganz vielleicht, erstmal hier die Lücken zumachen, bevor wir oben überall Dreierpacks hinhauen. Hm? Klingt irgendwie sinnvoll. Und während ich hier im Rumwuseln bin, baue ich mal die Akkus um. Britzel, britzel. Bisschen optisches Zeug machen zwischendurch, kann ja auch nicht schaden. Akku, da. Sip, 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 sip. So, Türme. Da. Ein Turm, zwei Turm, drei Turm. Hier war noch ein Loch. Und ja, hier sammelt sich das. Und es war gut, dass wir die alte Mauer haben stehen lassen. Die macht sich. Das heißt, hier müssen mehr Türme hin. So. Noch mehr Türme. Was fehlt? Grüne Chips. Okay. Kann ich mit leben. Ihr könnt weg. 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 So. Jetzt runter zu den Kisten, die wir kurzfristig zu Eisenkisten gemacht haben. Das müssen jetzt aktive Kisten werden. Weil da ja auch unter anderem Kupfererz mit bei ist, ne? Ach, du bist die Auffüllkiste. So. Wir haben drei Passiv. Okay. Wir müssen erstmal Stahl schnorren gehen. Das bringt es hier gar nichts. Ja, das ist Eisen, das ist richtig. Da kommt Stahl. Ich brauche mehr Stahl. Viel mehr Stahl. Ah, wird langsam, wird langsam. Mehr. Ich könnte auch 10 Schritte gehen und mir das einfach abholen, ne? Aber bau bitte auch noch ein paar Lampen. Hier ist immer noch zu duster.